Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 10. November. Ich grüße wieder Christian Kämmerer on Air und ich möchte heute nach den gestrigen Turbulenzen an den Märkten, das war ja wahrlich fast schon geschichtsträchtig, was wir hier in Volatilität gesehen haben, sowohl bei den Indizes als auch bei den Währungen, wollen wir uns jetzt wieder dem gesetteten Markt zuwenden. Und das ist ganz spannend dahingehend, dass wir eine Leitzinssenkung gestern noch gesehen haben in Neuseeland. Nämlich gab es gestern hier am Abend die neuseeländische Notenbank RBNZ, die hier um 25 Basispunkte ihren Leitzins absenkte und hier praktisch den Neuseeland-Dollar ein Stück weit in Schach hielt. Man sieht auch gestern dann neben den ohnehin schon turbulenten Bewegungen hier zur Zinsentscheidung die Reaktionen. Letztlich relativ verhalten, muss man sagen. Und hier im Stundenchart lässt sich sogar eine Art Flagge ableiten, die hier unter Umständen, wenn die Auflösung nach oben erfolgt, hier einen gewissen bullischen Charme sozusagen an den Tag legt. Und entsprechend, wenn es denn hier weiter nach oben geht, zum Beispiel insbesondere über den heutigen Pivot Point 0,7315, sozusagen auch weiteres Aufwärtsmomentum erfolgen könnte. Im großen Bild haben wir beim Kiwi hier einen groß angelegten Aufwärtstrendkanal sogar, das seit über einem Jahr schon hier die Tiefs vom August 2015 als Grundlage einer weiteren Aufwertung, interessanterweise hier so ein leichtes Supportlevel aus den Zeiten zur Finanzmarktkrise, da stoppte letztlich der Kiwi. So die Händlerbezeichnung für den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar. Und ja, seither schlängelt er sich hier buchstäblich sukzessive nach oben. Und ja, es deutet sich hier ein Test dieses Widerstandslevels an um 0,7450 roundabout. Und grundsätzlich das Aufwärtsmomentum gut. Und obwohl eben eine Leitzinssenkung erfolgte, hier die Zinsdifferenz zum US-Dollar weiter geschmälert wurde, gab es einerseits Statements, dass die Ansicht dessen die ist, dass es hier keine weiteren Leitzinssenkungen geben sollte. Deswegen auch der Kiwi, denke ich mal, relativ entspannt. Dann gab es wieder von einem anderen Gouverneur eine Gegenmeinung, dass der Kiwi zu stark sei. Also selbst große Uneinigkeit hier bei der neuseeländischen Notenbank, aber das kennen wir ja mehr oder weniger auch aus den USA. So richtig Klarheit lässt sich hier bei Weitem fast schon nicht ablesen. Der Kiwi selber, wenn wir nochmal kurz auf den Tageschart schauen, wie gesagt, grundsätzlich in einer auf Wochenbasis aufwärts gerichteten Tendenz mit der heutigen Kerze hier ähnlich einer Hammerkerze und eben im Stundenchart die Geschichte, wenn es über 0,7315 geht, dass hier durchaus weiteres Momentum erfolgen könnte, ist gegeben. Die letzten Hochs im Bereich 0,7450 erscheinen sozusagen denkbar. Saisonal haben wir auch leichten Rückenwind mehr oder weniger für die kommenden Handelstage. Also hier erstmal ein kleiner Tipp nach unten und dann aber generell bis zum Ende des Monats hoch. Sieht also mal gar nicht so schlecht aus. Was habe ich hier noch mitgebracht? Heute British Pfund gegenüber Australdollar. Die Währung heute relativ stark. Die Rohstoffe, auch der Australdollar selber. Da gab es gestern nichts, aber wir gehen mal auf den heutigen Tag. Im Prinzip einiges an Daten, die hier auch gut aufgenommen wurden. Zudem eben auch hier aus Japan beflügelnde Signale. Grundsätzlich hat aber das britische Pfund gegenüber dem Australdollar ein bärisches Setup für 4 Tage mit dem heutigen Close. Und das will ich Ihnen mal zeigen. Der Chart selber lädt nämlich tendenziell auch dafür ein. Und ja, wenn wir gerade das Angesprochene sozusagen manifestieren, mit dem heutigen Close einen Short zu starten für die kommenden 4 Tage, wäre also heute der Startzeitpunkt und der Endzeitpunkt wäre da oben ist er, 16.11. Und dann schieben wir das praktisch mal rüber. Das sollte im Prinzip für eine Abwärtsbewegung gut sein. Dieses kleine Zeitfenster tatsächlich mit dem heutigen Close bis zum Close des 16.11. ergab sich nämlich in der Vergangenheit tatsächlich ein bärisches Momentum mit eben hier einem durchschnittlichen Gewinn von 264 Pips bei einem möglichen Risiko von 125. Das sind sehr, sehr gute Verhältnisse, wenn man sagt, je nachdem wie die Kerze sich heute noch entwickelt, aber 125 Pips wäre praktisch ein solches Risiko, um es mal pauschal auszudrücken. 264 Pips auf der Südseite entspricht natürlich hier dann einem Vielfachen dessen und da haben wir auch hier unterm Strich gesagt ein attraktives CRV von 2,1. Sowas kann man am Markt suchen, sowas ist fantastisch und wie gesagt charttechnisch meines Erachtens auch eine Bestätigung in diesem Sinne, weil eben hier gestern mit diesem Spike auch die Abwärtstrendlinie bestätigt wurde. Und je nachdem, wo der heute eben rausgeht, wo der Close erfolgt, könnte es aber weiter fallende Preise geben. Und 264 rund sind dann im Prinzip dieses Verhältnis. Und das hat sich eben in den letzten
über 20 Jahren herausgestellt, dass es genau während dieser 4 Handelstage einen solchen Bias gibt. Um genau zu sein, während der letzten 21 Jahre gab es 16 Treffer, 5 Verlierer dementsprechend. Das ist die durchschnittliche Entwicklung. Und hier sehen wir praktisch die ganzen Pricings während der vergangenen Jahre, entsprechend eben 5 Verlustjahre. Durchaus drin zu sehen. Und wenn wir die Equity uns mal betrachten, dann sieht das grundsätzlich seit den 90ern eigentlich ganz gut aus. Und wie gesagt, zuletzt gab es 2013 ein Verlustjahr. Jetzt drauf folgen 2 Erfolgsjahre. Einmal mit einem sehr überdurchschnittlichen Profit von 464 Pips, einmal mit einem unterdurchschnittlichen von 79 Pips. Und nun stellt sich die Gretchenfrage, was passiert dieses Jahr? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Das britische Pfund gegenüber dem Australdollar ohnehin meines Erachtens hier in einem technisch schwierigen Zustand. Soll heißen, wir haben zwar hier unten auch ein gewisses Support-Level, ja, das dürfte aber durchaus angesteuert werden oder sogar unterschritten werden, und dann haben wir sogar Luft bis zu den Tiefs hier vom Oktober. Ja, da sprechen wir dann über Preise, die hier im Bereich 1,5607 liegen, und das wäre auch das präferierte Ziel für den Fall, dass es eben doch weiter durchsackt. Das Währungspaar selber aber auch ein Stück weit volatil, vergessen Sie das nicht, das muss man immer bedenken. Das britische Pfund gegenüber dem Australdollar ist hier durchaus ein sehr, sehr volatiles Währungspaar. Gut, das aber mal dazu, ich denke ganz interessant, behalten Sie es einfach mal im Auge, keine Handelsempfehlung, eh klar, sondern einfach nur eine Information dessen, was hier saisonal passiert ist während der letzten Jahre, und wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder zum nächsten JFD-Devisenradar. Ich sage danke fürs Einschalten, viel Erfolg beim Trading, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.